Herzlich willkommen zurück zu Super Luigi U. Ich wollte gerade wieder Galaxy sagen, aber nein, wir spielen Luigi U und weitermachen mit Eichelhain 3, Maulwurfjagd am Yoshi-Hügel. Dann wollen wir mal starten. Wir haben wie immer 100 Sekunden Zeit für alle drei Star-Coins und für diesen Monty-Eier. Ich kann die Steuerung bis heute immer noch nicht, Leute. Das ist echt schlimm. Und wieso dachte ich mir, man braucht diesen hier? Okay, aber dies war einfach die Starcoin. Oh, wir kriegen Yoshi, aber war auch klar. Hier oben ist schon mal nix. So, hier kommt Piranha-Pflanze. Ich weiß, es ist ein... egal. Gehen wir mal hier hoch. Hier sind leider Münzen, aber... Zeitdruck regelt, Leute. Da unten ist noch ein Secret. Aber da... Und durch Yoshi kann man auch Piranha-Pflanzen springen. Wahrscheinlich wegen seinen Schuhen. Und anders würde ich es mir nicht erklären können. So. Den Powerblock brauchen wir jetzt wofür? Ach, guck mal, hier ist Pixel-Luigi. Ja, wo brauche ich das Starcoin? Ja, ist doch das Ziel. Habe ich jetzt einen Powerblock gebracht? Hä? Egal, Leute. Wir haben die Starcoin, wir haben den Pixel-Luigi. Levels abgeschlossen. Die Powerblöcke hätten ja jetzt nicht hin müssen. Wenn ich mal ganz ehrlich sein will. Weil, wofür? Um die Monty zu killen. Aber ich dachte, das ist jetzt eine Starcoin, die mich dann jetzt damit umbringt. Naja, egal. Nehmen wir den Baby-Yoshi mit. Ja, wir kennen dich, du bist ein Baby-Yoshi, du frisst alles auf, selbst KFC, McDonald's, Big Mac, Burger King, was immer, Subway, isst alles. Aber ein lüftiges Level mit Zeitdruck ist absolut blöd. War jetzt eine Block mit nix. Ah, hier ist eine Starcoin Nummer 1. Perfekt. Feuerblume. Ah, Eisblume ist auch okay. Scheiße, wir haben keinen Yoshi mehr, Leute. Ich habe meinen Yoshi schon gekillt. Jetzt schon. Was bin ich für ein Mörder, Leute? Wieso sterben bei mir so viele Yoshis? Komm, lass mich raten, da oben ist etwas. Mit Skill hochgekommen, Leute. Heute bin ich in Topform. Besser als im ersten Part. Ach, und hier ist schon der Pixel-Luigi mit der Starcoin. Das heißt, eigentlich alles in einen. Findest du das? Gut, jetzt weiß ich gerade nur nicht, wo die Röhre ist. Ja. Oder muss ich da vorne wieder raus? Bin ich. Lost an meiner Stelle gerade. Extrem lost. Ich habe die Röhre nicht gesehen. Ich dachte, scheiße, warum springe ich gerade? Warum mache ich das? Weil ich dachte, scheiße, das kann ja ein Abgrund sein. Aber zum Glück ist das Ziel da. Nice. Hey, wir kommen gerade echt gut voran. Echt gut. Let's go auf das Level. Welches ist das? Eichelhain 5 Piranha Garten Party. Let's go. Hammer, Brüder, mein Ernstfeind, Leute. Das wisst ihr. Ich werde mit Hammerbrüder nicht warm, Leute. Ich kann mit Hammerbrüder nicht umgehen. Mini-Mario. Nein. Ich sterbe nicht in den ersten zwei Leveln und dann sterbe ich jetzt so lächerlich einfach in den Abgrund. Ernsthaft? Ach komm.
Ah, scheiße. Das ist alles nur wegen dem, wie heißt das? Hammerbruder. Ja, es ist wirklich alles gegen den Hammerbruder. Ah, ne, die kriege ich safe nicht. Okay. Röhre. Ah, Mini. Ja, natürlich. Da komme ich als Mini Mario raus. Mini Luigi. Mann, was habe ich jetzt mit Mario? Der ist doch in diesem Spiel nicht existent. Oh, hier ist der Pixel Luigi. Jetzt laber nicht. Hier ist ein. Jetzt laber nicht. Ah, nee. Oh mein Gott, ich dachte gerade, die wollen jetzt wirklich, dass ich Mini-Luigi oder Mini-Pilz habe. Und ich muss echt Zeitdruck haben und dass ich nicht gestorben bin. Das ist wunderscheiße, Luigi, lauf einfach. Und dann nehmen wir noch einen Pilz mit. Gegen Hammerbrüder ist es echt gut. Ja, jetzt ist der Pilz schon wieder sofort weg. Und da oben ist etwas. Da oben ist etwas. Wie soll ich denn da hinkommen? Nee, tut mir leid. Ich muss das Level beenden. Keine Zeit mehr dafür gehabt. Keine Zeit dafür mehr gehabt. Scheiße. Okay, das Level muss ich auf jeden Fall nochmal spielen. Mist. Und genauso nervig wie die Piranha-Pflanzen sind meine Haare. Die ich endlich mal bald schneiden werde, mal ganz kurz am Rande. Weil die echt furchtbar sind, so lang. Nee, komm. Weißt du was? Bevor ich da jetzt verrecke. Sammle ich die Münzen auf und krieg eine Feuerblume. Das ist schmackhaft, Luigi. Ist heute echt im Skillform. Sagte ich wirklich Skillform? Ja, hier ist eine Feuerblume. Also, es ist noch machbar. Wenn ein Kuh. Perfekt. Weil ich muss safe. Ja, da oben. Oha, Luigi, du bist echt verrückt. Scheiß drauf, den Treffer nehme ich im Kauf. Und Ziel erreicht mit 1 Starcoin diesmal. Warte mal, wir gehen jetzt, glaube ich, schon zum Bord. Was? So schnell, Leute. Okay. Dann machen wir jetzt das Pilzhaus, das Sonnab-Pilzhaus. Dann kämpfen wir gegen Piranha-Pflanzen. Dann ist schon Lemmy dran. Dann werden wir den mal hier ein bisschen versohlen, Leute. Man muss Kindern beibringen, dass die keinen Unsinn bauen. Nicht Prinzessinnen entführen, auch wenn es Mitarbeit ist. Da bekommt man dennoch Strafe. Bam, bam, bam. Ich kann das Game absolut nicht mit Luigi. Auf jeden Fall, immer wo ich gehört habe, dass das Game mit Luigi viel schwerer sein sollte, habe ich es nie geglaubt. Jetzt, wo ich es gerade selber spiele, ich nehme alles zurück, was ich jemals dazu gesagt habe. Das ist echt schwer, die Steuerung. Das muss ich jetzt hier am Rande mal ehrlich zugeben. Weil du denkst dir, hey, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen rutschig, aber doch nicht so schwammig. Doch, Alter, die Steuerung ist schon etwas schwammiger, als ich erwartet hatte, Leute. Extrem erwartet habe. Deswegen bin ich sogar halbwegs pro. Dass es noch so gut klappt heute. Ja, okay, das war kein Akt, das sind Piranha-Pflanzen und wir kriegen einen Propellerpilz. Das ist gut. So, aber Lemmy, jetzt bist du dran. Nämlich jetzt wird dir auf den Po gehauen. Mit deinen Untaten werden wir. Werden wir dich jetzt heimzahlen? Ach, kennt doch. Ach, kein Plan. Wir werden auf jeden Fall alles, was du gemacht hast, besiegen.
Ja, da oben sofort eine Star-Coin, Leute. Ich aber Skelett geholt habe. Bestimmt kennt jeder dieses legendäre Meme hier. Wenn nicht, könnt ihr es mal anschauen. Na, ich mag sowas nicht. Genau deswegen. Bam. Also, was ich feiere, ist immer die Bossmusik, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Bossmusik. Bin ich ernsthaft jetzt durchgeflogen? Scheiße. Scheiße, wo ist die Starcoin? Dieser Pixel, ja, wo ist die Starcoin? Okay, jetzt wird's knapp. Mal sag mir jetzt nicht, dass ich genau da rauskomme an derselben Position. Nein, okay. Noch ein Item, schnell. Wir haben noch 10 Sekunden. Komm, Luigi. Aber 100 Sekunden. Oh Gott, das wird ein schmerzhafter Kampf. Das wird... Oh, das wird knapp. 100 Sekunden für den Boss. Oh nein, genau 100 Sekunden. Wie ein Level. Komm, Luigi, du schaffst das, du schaffst das. Ich glaube an dich. Du kriegst einen Big Mac. Oder was immer du willst. Ah, die Feuerblume bringt nichts. Ja. So muss man es machen und bin ich gerade durch Larry durchgeflogen, als er in den Panzer gehen wollte. Okay, dass sowas funktioniert, habe ich jetzt nicht gedacht. Riesenbomben. Ey, mit Bomben werden nicht gespielt. Bomben sind keine Art oder Unterhaltung für Kinder. Weil ich finde wirklich, Lemmy ist das, sagen wir mal, wirklich das kindische Superling, wenn ich mal sagen kann. Genauso wie meine Haare, die einfach nur Unruhe stiften. Und ich mir bald einfach einen Rasierer nehme und Zang mache. Damit hätten wir jetzt Welt 1 schon abgeschlossen innerhalb 15 Minuten. Da kommen wir auch mit noch nächstes Level. Alle Sternmünzen in Eichlein gefunden. Speichern will ich natürlich. Und jetzt geht's zur Sandkurenwüste. Ah ja, also die Wüste finde ich schon nice. Sandkuchenwüste 1, Teil der gesichtslosen Fossilien. Ah, scheiß auf die roten Runden, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Die sind mir jetzt gerade nicht so wichtig. Scheiß drauf, ich nehme lieber diesen Gegentreffer im Kauf. Und wo ist der Pixel Luigi? Scheiße. Warte mal, bitte. Ah, da, ich hab den Pixel Luigi. Ah, hier. Okay. Level zu 100% schon gelöst. Also, Leute, es ist mir unheimlich. Wir rasen gerade echt zu schnell rein, finde ich. Das Level hat jetzt nicht mal eine Minute gebraucht.
Luigi, soll ich vielleicht den Notarzt anrufen, weil du vielleicht ein bisschen paar Sachen konsumiert hast? Weil ich meine, komm, wie kann das sein, dass du jetzt gerade durchskillst? Ach, unser alter guter Freund, der Mopsi ist da. Der wahrscheinlich wirklich ein Hase ist. Mann, wie schrecklich, mein Zeug wurde zum 10-Millionenfachen Mal geklaut. Leider zum 10-Millionenfachen. Die traurige Wahrheit. Wie im echten Leben. Das ist mein absoluter Mega-Lieblingszeug. Vielleicht werde ich es nie wieder finden. Aber bitte, helfen Sie mir. Meine Stimme ist gerade am Abkacken. Ja, ich hätte es. Ja, mit der Röhre kann man sich teleportieren. Das kennen wir schon alles, Leute. Ja, komm, dann holen wir uns noch Wopsy. Generell, ich weiß nicht, ob ihr New Super Mario Bros. Wii kennt, wahrscheinlich schon. Aber ich finde irgendwie die beiden Welten Karten da ist. Also hier ist es ja eine offene Welt, das heißt, du gehst halt von Welt 1, kannst du so, hast du so einen Übergang. Bei New Super Mario Bros. Wii hast du halt die Inseln, was ich halt generell auch so nice ansehnlich finde. Kann man sich streiten, aber ich finde beides geil und ich dachte, ich falle halt ab und das wär's so fütter. Mann, was ist das? Wir rasen zu schnell heute durch. Dann wird das halt ein etwas kürzerer Part heute. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns hier die Eichel noch mit und gehen ins Pilzhaus und dann denke ich mal, das war's für den Part. Joa, dann holen wir uns mal ganz schnell die Sachen. Aus dem Pilzhaus. Also, let's go. Sandkuchenwüste, Pilzhaus. Bam, 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 bam. Wähle einen Bowser nicht, du musst nur die Items auswählen. Drei und vier sind das. Ich gehe immer mit, wenn die sich so drehen, mache ich auch mit meinem Kopf so, weil das mir angenehmer ist. One-Up und eine Krone. Yay, hat sich echt gelohnt. Ja, finde ich auch. Ein One-Up, 15 Leben. Geht klar. Und ich denke, ich werde die One-Ups auf jeden Fall am Ende brauchen, wenn ich so oft failen werde. Aber na, ich würde sagen, das war's dann für den Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wer nichts verpassen will, kann gerne abonnieren. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao, ciao!